Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Achterbahn-Vorstellung des Crazylands. Und wie versprochen, in dieser Folge gibt es endlich die Achterbahn, in dem man durch ein Heim muss, beziehungsweise der Eingang sich in einem befindet. Und ja, es ist die Achterbahn mit SpongeBob, Patrick und Mr. Krabs sowie Plankton, die ihr dort im Hintergrund schön seht. Zu der Achterbahn. Wie auch in der ersten Folge fliegen wir erstmal ab Start ein wenig drüber. Auch hier gibt es wieder eine Besonderheit. In einem schönen Blauton gehalten ist diese Achterbahn, natürlich mit kleinen Redstones zum Antrieb zwischendrin. Diese funktioniert auch ohne Probleme. Zumindest sollte sie das. Denn dort haben wir lange Fehler ausgemerzt. Wirklich sehr, sehr lange. So, jetzt sind wir hier schon mittlerweile über die große Kurve hinweg. Bei der Fun-Anhöhe. Haha, Fun-Anhöhe. F steht für Freunde. Ja, ist ja egal. Ihr kennt das ja alle. So, dann wird man hier einmal kurz abgebremst, bevor es dann wieder ein bisschen Schwung aufnimmt und hier runter über eine schräge. Ja, ihr seht richtig, ins Wasser geht. Denn das ist die Besonderheit. Hier geht es ins Wasser. Und dort zeige ich euch jetzt erstmal noch nichts. Denn entweder passt ihr bei der Fahrt auf oder ihr wartet bis nach der Fahrt, bis ich euch das alles nochmal genau zeige. Dann kommt man natürlich hier irgendwann mal wieder aus dem Wasser raus. Es geht nochmal hoch. Hier werden wir wahrscheinlich auch noch kurz was zwischenbauen. Im Hintergrund seht ihr das, hätte jetzt fast gesagt, Riesenrad. Ist es gar nicht. Das ist ein Kettenkarussell natürlich. Wieso ich das immer durcheinander bringe, ich weiß es nicht. Das wird mir aber noch öfter passieren. So, und es ist eine relativ kurze Achterbahn. Sollte man meinen, aber sie braucht ihre Zeit. Dann hier schon unter der Brücke durch, wieder zum Start, Ziel. Zum Ziel und Start. Hier wollten wir auch noch einen Dispenser reinbauen. Er erweist sich aber schwerer als erwartet, da wir. Ich zeig's euch. Kommt einfach mal mit, Freunde. Auch diese Achterbahn ist bereits eröffnet. Und wir gehen in den Hai. Hi, hi. Oh Gott. Also hier auch nochmal alles geprüft, alles eröffnet. Ein schöner Eingangsbereich hier. Zu sehen und dann, oh nein, Wasser. Das ist ja egal, gehen wir einfach drüber. Denn dank der Barrieren ist das auch kein Problem mehr. Das Problem haben wir hier auch genauso gelöst. Das einzige Problem, was wir haben, der Dispenser. Den hätten wir vielleicht ein bisschen früher einbauen sollen. Zumindest bevor wir hier das Wasser gesetzt haben, denn die Idee kam erst etwas später. Gut, hier nach rechts geht's los, nach links ist Ziel. Und das ist das Falsche. Ich habe schon wieder. Was geändert hier? Natürlich. Eine Ender-Chest, die brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Das war falsch. So, und wir setzen uns rein. Und ich würde sagen, wir fahren dann auch gleich mal los. Denn die Besonderheit an dieser Achterbahn, wie gesagt, sie fährt unter Wasser. Und es startet auch unter Wasser. Es tropft so ein bisschen, aber das ist ja nicht großartig schlimm, denn das ist ein cooler Effekt, den wir so gar nicht wollten, aber doch haben. Und ich würde sagen, los geht's. Ein Druck auf W genügt und sie startet. Und schon sind wir auf der Hillsize, auf dem höchsten Punkt der Bahn. Und hier schlängelt sich schon lang an den Quallen vorbei. Vorbei an Mr. Krabs, Patrick, SpongeBob und natürlich auch Plankton. Dann über die Fun-Anhöhe. Schön rüber weg. Dann wird man hier das erste Mal ein wenig abgebremst, entschleunigt, wenn ihr so wollt. Erst dann ein wenig Fahrt wieder aufnimmt hier über die Schräge. Über die Brücke hinweg, also vor der Brücke und ab ins Wasser, ins kühle Nass. Und hier ist ein Farbikopf. Warum ist hier ein Farbikopf? Gut, beziehungsweise ein Peter Griffin-Kopf. Kopf. Genauso wie hier. So, das zeige ich euch alles nochmal im Detail, die beiden Bilder. Und dazu gibt es auch noch so einiges zu sagen. Hier ist auch noch ein Farbikopf und da ist ein Schild. Also wirklich, das müssen wir uns natürlich mal angucken. Denn, um das zu erklären mit den Köpfen, wir verteilen ab und zu mal Köpfe, damit wir so eine kleine Ostereiersuche haben, so aus Spaß, wenn wir mal, ja, nicht bauen wollen gerade oder so. Entweder spielen wir Minigames auf den Servern, auf verschiedensten Servern, oder wir verteilen einfach Köpfe und lassen die anderen suchen. Ist relativ lustig, wie eine Ostereiersuche zu Halloween halt. So, und nun nähern wir uns auch schon dem Ziel, hier vorbei an dem Burger-Restaurant, an dem Steak-Restaurant von Fabi. Welche ich natürlich auch nochmal in einem Video zeigen werde.
Und so langsam, aber sicher sind wir dann doch am Ziel angekommen. Können ja aussteigen, das Kart natürlich wieder mal kaputt machen. Dort arbeiten wir, wie gesagt, immer noch an einer Lösung. Und jetzt gucken wir uns mal die Besonderheiten an. Und ihr seht schon, da ist ein Riesenrad. Ja, auch das haben wir, darauf gehe ich nochmal ein, aber nicht in dieser Folge. So. Dann gehen wir jetzt hier schön runter. Ich würde den Farbigkopf jetzt gerne abhauen, aber nein, das mache ich so nicht. Denn im F1-Modus kann es sein, dass ich, huch, kann es sein, dass ich Wasser treffe, beziehungsweise Glasscheibe treffe. Das muss ja nicht sein. Den kann ich machen, denn hier wollte ich euch noch was zeigen. Ja gut, hier habe ich ihn getroffen. Zack, zack, denn ihr habt wahrscheinlich schon richtig gesehen. Jeder kennt sie. Die, wie heißt die? Ich glaube Korallenallee oder Korallenstraße. Ich weiß es gar nicht. Korallenweg. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Zumindest die Häuser von Patrick, Thaddäus und SpongeBob natürlich. Das Ganze relativ einfach gebaut, weil der Platz halt begrenzt ist. Bei Thaddäus Haus muss man leider ein paar Abstriche machen. In puncto Höhe und Breite und rund ist es leider auch nicht geworden. Aber ich denke, wenn man da vorbeifährt, kann man es so oder so nicht so auf die Schnelle sehen. Dann haben wir natürlich SpongeBob's Tür, SpongeBob's Ananas mit einer Eisentür. Die hätte man gerne besser hingekriegt, aber in dem Maßstab ein wenig schwer. So, dann können wir mal gucken, ob ich den Knopf treffe. Ja. Ja, genau, ich treffe den Knopf, aber ich komme nicht rein. So, und drin sind wir. Hier natürlich alles mit Glas, mit Glowstones ausgelegt, damit es auch ein wenig Licht gibt hier, was man nicht unbedingt sieht. Das hat relativ gut geklappt. Thaddäus Haus können wir uns auch nochmal angucken. Ist halt auch nichts Besonderes. Auch wieder mit Glowstone, wegen den Fenstern. Und halt grau. Grau in Grau. Da man da eh nicht reinguckt, braucht man da auch keine Bilder aufhängen oder sonstiges. Welch ein Glück. Hinter Patricks Haus ist natürlich die massivste Lichtanlage, die wir haben hier in dem Schaukasten. Da sich hier hinter einfach so gut verstecken lässt. Hier hinter natürlich auch nochmal einer. Und hier oben auf der anderen, das habt ihr ja schon gesehen, da ist auch einer. Also das ist auf jeden Fall schon mal. Ja, das sind schon mal die Häuser von SpongeBob, Thaddäus und Patrick. So. Hep. Nein. So. Ist gar nicht mal so einfach im F1-Modus. Dann gehen wir natürlich weiter und ich weiß nicht, ob ihr es schon erkannt habt, was das hier sein soll. Ihr könnt ja mal raten, bevor ich euch sage, dass es Ariel ist mit Fabius. Also ratet mal, wer es ist. Ha. Ihr kommt nie drauf. Okay. Also auch das sehr schön gebaut. Übrigens nebenan, die Ananas wurde gebaut von Queen of Madness und Katsumila. Die beiden anderen sind meine Werke gewesen. Das Ding hier, die Ariel und Fabius hat Katsumila gebaut. Also bautechnisch hat oder haben die beiden auf jeden Fall schon was drauf. Da werde ich auch, wenn ich euch den kompletten Park zeige, noch so einiges zeigen können. Und von hinten, ihr seht kein Licht, liegt daran, dass das Licht unter den Matten hier natürlich auch noch versteckt ist, unter dem Teppich. Mit einem schönen See noch da drin. Wie sie aus dem Wasser guckt, einfach nur ein wunderschönes Bild geworden. Also wirklich, es lohnt sich. Diese Achterbahn ist auf jeden Fall ein Muss, wenn ihr mal bei uns seid. So, jetzt habe ich irgendwie ein Problem mit meiner Steuerungstaste. Genau. Die hat sich nämlich wieder eingehakt. So, und das klappt auch. Dann habe ich doch eben noch irgendwo einen Farbikopf mit Schild gesehen. Den nehmen wir natürlich gleich mal weg, beziehungsweise das Schild suchen. Gucken wir jetzt mal, was da steht. Hallo! Ja, Hallöchen. Und hier sehe ich gerade, hier ist Gefahr, dass Wasser eintreten könnte. Das wollen wir ja eher weniger. Scheiße. Mann, bin ich gut. Boah, verdammt. Okay, jetzt muss ich doch mal den F1-Modus wegnehmen. Und Quatsch, war das jetzt eine. Ich glaube ja. Ich glaube, Aktivierungsschienen haben die genommen dafür. Huch. Und genommen natürlich auch normale Schienen. Es ist natürlich jetzt sehr ärgerlich.
Und so, normal. Und die Queen of Madness ist natürlich auch online, Mensch, das ist ja schön. Aber sie hilft hier gerade ein bisschen auf dem Server aus. Und ja, so, dann kann ich F1 wieder wegmachen. Sorry dafür. Und dann seht ihr, wie es jetzt hier hochgeht. Natürlich sehr schön hier mit den Seelaternen auch noch gearbeitet worden. Damit man hier so ein bisschen Licht hat. Boah, das ist aber im Fliegen ein wenig doof hier durchzukommen. So, und es wird dunkel. Das ist gar nicht mal so schlimm, denn dann sieht man auch mal von oben, wie das alles schön beleuchtet ist. Man kann auch so ein bisschen was erkennen. Ariel, die Meerjungfrau mit Fabius und natürlich auch SpongeBob, Thaddäus und Patrick, sein Haus. So, dann gehen wir uns jetzt nochmal das Innere der Kurve angucken, worauf wir alle sehr, sehr stolz sind. Gebaut wurde der Inhalt der Kurve, also sprich die Wolle von Queen of Madness. Dafür ein sehr, sehr großes Lob. Die Quallen entstammten meiner Feder, wenn man so will. Und also ich muss sagen, es sieht einfach atemberaubend aus. Ich zeige euch das noch. Patrick ist jetzt halt nicht so gut darzustellen, leider auf so einer Wand in so einem Maßstab. Aber er sieht trotzdem, man erkennt ihn. Er sieht trotzdem sehr gut aus. Gucken wir uns die Bilder mal genauer an. Hier sehen wir Mr. Krabs, der gerade Plankton quasi wegschnipsen will. Die beiden besten Freunde, zumindest zu Kindertagen. Dann sehen wir hier Patrick mit der Qualle oben drauf. Am besten wäre es natürlich noch ein sabberner Mund, aber naja, man kann nicht alles haben. Und natürlich, die sind natürlich auf Quallenjagd, deswegen gucken die auch da hervor. Und hier natürlich der SpongeBob. Der Bob, der Kopf, der Schwamm. Alles in einem. Und natürlich ein Krabbenburger. Ein Krabbenburger darf nicht fehlen. Und natürlich, F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich. Haben wir mal Spaß. Und ich hoffe, das habt ihr auch bei uns. Wenn ihr uns mal besuchen kommt, auf mc.fts-gaming.de und dann einfach mal nach Crazyland kommt. Hier auf diesem Server könnt ihr nämlich eure Stadt bauen oder einer Stadt beitreten, ein Haus bauen, PvP betreiben und wirtschaften, wie ihr wollt. Es gibt PvP-Bereiche, also eigentlich alles außerhalb der Städte, denn das System hier nennt sich Towny, das Plugin, mit dem gearbeitet wird, vorrangig. Und ja, dann verabschiede ich mich mit diesem schönen Blick auf den Hai von euch und hoffe, ich kann euch hier mal bald begrüßen. Link wird in der Beschreibung und im Video höchstwahrscheinlich zu finden sein. Und bis zum nächsten Mal bei der Achterbahnvorstellung. Haut rein, euer Sörensen aka Chattygun. Ciao.